For science. Moin. Moin zusammen. Ich finde es immer komisch, wenn ich hier streame. Also hier auf Forschungsstrom und niemand sonst dabei ist. Ich hoffe, ihr seid da. Und ich bin hier nicht alleine und ich hoffe, ihr könnt mich hören. Könnt ihr mich hören? Hallo? Sind doch alle da. Ja, ihr seid da. Der Chat ist da. Aber hier fehlt so ein Lambert und so ein Henning. Das ist total komisch. So, aber bin da. Und wir haben heute etwas Besonderes vor. Ihr könnt es dem Titel entnehmen, denn heute wird mal wieder gespielt. Ein Gaming-Stream. Das liegt daran, dass ein gewisser Aaron, den sieht man da hier im Chat hat, und ein gewisser OVNN und ein gewisser Blade und ich zusammen Borderlands 3 spielen. Und es sind Borderlands 3. Das ist ein Shooter-Game, dass es da ein Minispiel gibt, das integriert ist. Und dieses Minispiel dreht sich um Wissenschaft. Und ich habe es nicht gespielt, noch gar nicht. Null. Das ist ein First Try hier. Und das würde ich dann quasi gerne hier spielen. Deswegen gibt es diesen Stream und das versuchen wir jetzt hier aus. Und um das natürlich korrekt zu machen, da hat Aaron völlig recht. Ich habe zwar keinen Lambert und Henning, aber ich habe Koala und Eselin. Hi. So, das sind meine Weggefährten für heute. Die sind nur nicht so dialogisch. Hallo, Mr. Prosser. Ja, Wissenschaft. That's what we are doing today. So, und jetzt gucken wir mal, ob das klappt. Gerade Netflix abgebrochen und kein Programm für heute. Das wird hier aber kein abendfüllendes Programm. Ich habe keine Ahnung, wie lang dieses Minigame in Borderlands ist, dieses Science Game. Aber willkommen, mach's dir bequem. Watch me fail. So, ich habe ja hier noch nicht so oft Bildschirm geteilt über dieses System. Könnt ihr den Ton hören? Könnt ihr den Ton hören? Also ich werde gleich mal schießen, dann hört ihr es. Großartig. Ja, ich bin super im Failen. Du hörst nichts. Warte, ich schieße gleich mal und wenn du dann immer noch nichts hörst, haben wir ein Problem. Aber dann teile ich nochmal neu den Bildschirm. Das muss eigentlich gehen. Ich mache das hier nur super selten in diesem System, sonst streame ich ja auf meinem anderen Kanal. Das streame ich über OBS und damit kenne ich mich aus. Mit dem hier kenne ich mich auch aus, aber manchmal hakelt es noch ein wenig. So, und da wir hier ja ausschließlich Science-related Stuff streamen, lasse ich die Kategorie jetzt auch auf Science stehen. Extrem leise. Oh, okay, danke, Flimmi. Dann mache ich jetzt mal lauter. Wartet mal. Wie ist es denn so? Ich kann gerne noch lauter drehen, gar kein Problem. What a game. Minimal lauter. Ich mache mal minimal lauter. So. Option, Sounds, Master. Wir wollen ja auch ein Video gucken, wisst ihr? That's the sound. Oh no, you did this, you did a clip. Oh mein Gott, he did a clip. Okay, also. Kann ich eigentlich die Perspektive wechseln, damit ihr mich seht? Also. That's me, that's Fuzzy, mein Charakter. Eine Schütze, bin ich Schützin oder Sirene? Sieht man mal wieder, wie gut ich mich mit dem Spiel auskenne. Gut, also das hier ist Sanctuary, das Schiff, auf dem wir rumfliegen. Die Borderlands-Grafik ist wunderschöne Comic-Grafik mit sehr realistischem Design. Ich wundere mich gerade, warum die Türen zu sind, aber wahrscheinlich, weil wir nicht zu viert sind. Was macht hier so Geräusche? Alleine ist es hier gruselig. Ach so, das Kleine da. Okay, puh. Ah, dann ist das hier wohl mein Raum, wenn ich hier alleine bin. Ja, okay, da sind wir drin. Aber die brauche ich jetzt nicht. Was ich brauche, ist Science. So, wo finden wir Science auf diesem Schiff Sanctuary? Die finden wir
wenn wir hier nach rechts gehen. Hey. Hi. Du hast bestimmt schon einen Haufen Banditen erledigt. Du bist so cool. Danke. So, er fängt doch gut an, der Stream, würde ich sagen, oder? Come on, da kann man nichts machen. So, hier kann ich mir Munition kaufen. Das ist nichts mit Wissenschaft. Ein fairer Preis. Aber wenn ich jetzt hier hochgehe... Ich verlaufe mich in diesem Schiff einfach immer. Wo ist die Krankenstation? Da ist Moxie. Nee, zu Moxie will ich nicht. Ich will da hoch. Ich will da hoch. Das Schiff ist nicht groß, aber ich habe einen Orientierungssinn wie eine Banane. Ja, da ist die Krankenstation. Über Moxie. So. Das ist die Krankenstation. Infirmary. Sieht total vertrauenserweckend aus, würde ich sagen. Lasst euch impfen. Oh, genau. Das ist die Krankenstation. So, so sieht die aus. Was kann man hier so machen? Wahrscheinlich nichts, außer sich eben Medizin abholen, die ich jetzt aber nicht brauche, weil ich bin völlig gesund. Und was kann man hier machen? Borderlands Science. Und das ist das, was wir heute tun wollen. Wir wollen dieses Spiel spielen. Das ist das Minigame in Borderlands 3, auf dem das erste Science steht. Was? Ich bin eine Eridianer-Expertin und weiß am meisten. Aber wie es scheint, weiß ich nur sehr wenig. Die Eridianer waren ein böswilliger Haufen, die Freude daran hatten, uns die Frucht des Wissens vor die Nase zu halten, während sie hinter uns Monster freiließen. Eridianer sind Erdlinge? Gut, also, hier ist das Science Game. Und soweit ich weiß, startet das mit einem Video. Das heißt, wir werden uns erstmal ein Science-Video angucken. Ich bin gespannt. So, let's see. Science. Schon gewusst, das Abschließen von Schwierigkeitsstufen schaltet neue kosmetische Belohnungen für deine Kammerjäger frei. Aber kosmetische Belohnungen, Leute, wir sind doch hier bei Science. Ich will doch keine kosmetischen, ich will kosmologische Belohnungen oder so. Das ist doch hier... Okay. Aber wir wollen nicht spielen, wir wollen erstmal rausfinden, was das ist. Und hier oben gibt es auch Hilfe. Aber ich gehe erstmal auf... Auf was ist das? Hallo, hier ist Mayim Bialik. Schauspielerin, promovierte Wissenschaftlerin und euer Liebling. Heute will ich mit euch über Videospiele reden und Wissenschaft und wie wir sie beide am Nacken packen und dazu bringen, sich zu küssen. Und zwar einvernehmlich. Kurz gesagt, indem ihr Borderlands 3 spielt, tragt ihr zur wissenschaftlichen Forschung in der realen Welt bei. So wie Daten, die echten Menschen helfen. In der Wirklichkeit. Wusstet ihr, dass mehr als die Hälfte der Zellen in unserem Körper nicht körpereigen sind? Nur 43% unserer Zellen sind menschlichen Ursprungs. Der Rest gehört fremden Mikroben. Diese Mikroben haben enormen Einfluss auf unsere Gesundheit. Je besser wir die Mikroben studieren, desto mehr wissen wir über die Ansammlung von Fleisch und existenziellem Schrecken, den wir menschlichen Körper nennen. Diese Mikroben bestehen wie wir aus DNA. Jede Mikrobe hat ihre eigene DNA-Signatur und ähnliche Arten haben ähnliche DNA. Wenn wir alle unterschiedlichen Mikroben in unserem Körper, wir wissen jetzt ja, das sind mehr als die Hälfte unserer Körperzellen, sequenzieren, könnten wir unglaublich viel über uns lernen. Zu diesem Zweck hat die Microsetta-Initiative Zehntausende, wissenschaftlich ausgedrückt Kacke-Proben gesammelt, die DNA der Mikroben darin extrahiert und sie sequenziert. Jetzt müssen wir diese Daten nur noch ordnen. Leider sind Computer zwar unheimlich gut darin, Zahlen zu verarbeiten und bestimmte Arten von Pornografie zu finden, aber nicht so gut beim Ordnen von DNA-Informationen. Also verschiedene Arten von Mikroben haben ähnliche, aber nicht ganz identische DNA. Das heißt, die Ordnung der Sequenzen kann recht zweideutig sein. Computer machen dabei viele kleinere Fehler, die zu Fehlern in der folgenden Analyse führen. Womit wir wieder bei Videospielen wären. Wir haben also mehrere Millionen Sequenzen, die jeweils 150 Nukleotide lang sind und die mit kleinen Fehlern aus der Computeranalyse versehen sind. Wie wird man alle diese Fehler los? Mit deiner Hilfe. Wir haben Millionen kleiner DNA-Sequenzen in Puzzlehäppchen aufgetrennt, die man innerhalb von Borderlands 3 spielen und lösen kann. Und denkt dabei einfach nicht daran, dass die DNA aus menschlichen Exkrementen stammt, wenn ich Worte wie Häppchen benutze.
Indem du Borderlands-Wissenschaft in Borderlands 3 spielst, hilfst du Wissenschaftlern direkt dabei, Code-Daten zu organisieren und zu vergleichen. Das Spiel ist ganz einfach. Du siehst verschiedene DNA-Stränge, die alle aus einzelnen Feldern bestehen. Deine Aufgabe ist es, so viele Felder wie möglich in der entsprechenden Reihe zu platzieren, so dass die Farben übereinstimmen. Es ist nicht immer möglich, dass alles perfekt zusammenpasst. Aber das ist okay. Indem du das Spiel spielst und die Sequenzen zuordnest, kannst du auch die Fehler aus unserer Computeranalyse identifizieren und den Wissenschaftlern weltweit helfen, den Algorithmus zu verbessern. Und da die ganze Forschung Open Access ist, profitiert die ganze wissenschaftliche Forschung davon. Yes! Diese Forschung könnte direkt zu einem universellen Katalog aller bekannten Mikroben führen. So könnten neue Durchbrüche möglich werden bei Nahrung, Medizin, Sport. Die Möglichkeiten sind endlos. Und das alles nur, weil du ein Videospiel spielst. Und falls das Streben nach Wissen noch nicht genug Motivation ist, um in virtuellen Kacke-Mikroben zu wühlen, keine Sorge. Wenn du Borderlands Wissenschaft spielst, verdienst du auch Spielwährung, die du für Booster für deine Charaktere ausgeben kannst. Ein Huhn. Oh, und das ist alles absolut kostenlos. Aktiviere einfach die Borderlands Wissenschaftsmaschine auf der Sanctuary 3 und sortiere ein paar Darmmikroben. Okay. Hallo, der Martin. Schön, dass du da bist. Okay. Wir wollen also Darmmikroben. Moment, also noch mal ganz kurz zurück. Tun wir das wirklich? Also, hilft das? Also, das klang jetzt so, als würden wir das tatsächlich tun und die Daten würden von Borderlands 3 dann an die Forschung weitergegeben werden. Is this true? Can this be true? Sollte ich das vorher googeln? I'm not so sure. Ja, this is absolutely true. That's funny. Okay, ja, dann helfen wir doch mal der Wissenschaft, oder Leute? JP, die Übersetzung halt. Aber ich finde es schön, dass sie die richtige Stimme von Amy Farrah Fowler genommen haben. Also, dass sie tatsächlich die Synchronsprecherin von hier genommen haben. Okay, das heißt, wir versuchen jetzt mal, das zu spielen. Unten hier noch das schon gewusst. Da steht, Forschungen zum Mikrobiom sind in der Wissenschaft ein brandheißes Thema mit vielversprechenden Ausblicken für die Behandlung von Fettleibigkeit, Depressionen, Diabetes und anderen Krankheiten. Das ist ja supi. Okay. Let's go! Hallo, Kammerjäger! Bist du bereit, farbige Punkte an andere farbige Punkte anzupassen? Yes, Clapjack! Zeig mir, wie das funktioniert! Ja, zeig mal. Diese farbigen Felder stellen die Bausteine der DNA dar. Oder, um es einfacher zu formulieren, die winzigen Fleischwürfel, aus denen große Fleischhaufen wie Menschen gemacht werden. Wenn es hilft, stell dir die Stücke einfach als kleine, bunte Steakstücke vor. Das tut es nicht. Danke, Thais, danke. Okay, Dein Ziel ist es, sie an den Orientierungslinien auf der linken Seite anzupassen. Du kannst die Felder nach oben schieben, indem du Marken einsetzt. Und jetzt verschiebe diese kleinen Fleischstückchen. Hä? Ach so, ich muss immer auf... Ah, okay. Nennen wir eine Fleischparade. Eine Fleischparade? Keine Codeparade? Ermittle deine Lösung und erziele ein paar Punkte. Sobald du genug Punkte gesammelt hast, kannst du dir einen speziellen Booster kaufen, den du in die Borderlands mitnehmen kannst. Darauf freue ich mich ja. Das ist dann für unsere Gaming-Runde am Mittwoch auf meinem anderen Kanal. Der Booster. Okay. Keine Peitsche. Was? Peitsche? Oh Gott. Okay, dann versuche ich mich mal an einem Puzzle. Um meine intellektuelle Überlegenheit quantitativ zu beweisen, habe ich diese Maschine mit einem Punktesystem ausgestattet. Et voilà. Wenn du beweisen willst, dass du klüger bist als Dr. Tennis, dann solltest du die Punkteleiste so weit wie möglich auffüllen, bevor du deine Punkte übermittelst. Ich muss niemandem beweisen, dass ich klüger bin. Ganz
beeindruckend, aber du hast noch eine Menge vor dir, um meinen Rekord zu übertreffen. Ach, man hat nur eine bestimmte Anzahl an gelben Pfeilen? Okay, okay. Also, bis jetzt konntest du mit so vielen Marken herumlaufen, wie du wolltest. Ah. Aber jetzt, die wahre Herausforderung. Siehst du diese Marken? Das sind deine Reservemarken. Du musst dir wirklich gut überlegen, wo du sie hinlegen willst. Oh, das wird ja jetzt tatsächlich schwierig. Oh nein, man sieht das Overlay. Das ist doof. Wie kriege ich denn jetzt Discord ganz aus? Ah, muss ich gleich mal gucken. Ich muss das Discord-Overlay wegmachen. Sekunde mal, Leute. One second. Ich habe mein Discord im Hintergrund geschlossen. Meine Güte, über den Task Manager? Nee, kann nicht euer Ernst sein. Ist euer Ernst. Okay, well, in that case, I did it. So, also ich kann jetzt, Achso, das hätte auch funktioniert. Ja, gut, zu spät. Ich kann jetzt ja hier noch die 4 drunter setzen, dann würde ich hier mehr Punkte kriegen, weil dann habe ich ja 2 in einer Reihe. Wenn ich da 1, 2, 3, 4 mache, hätte ich mehr Punkte. I tried. Warte. 2 Linien? Was passiert hier? Hm? Du solltest wissen, dass du für Felder von beiden Farben Punkte bekommen kannst. Okay. Ich glaube, das war mein Bestes. Also, das ist tatsächlich jetzt gar nicht so wissenschaftlich spannend, oder? Das ist jetzt tatsächlich nur noch simples Gaming. Ich dachte, hier käme noch ein bisschen mehr Science. Alles klar, Kammerjäger. Wenn du dieses Puzzle lösen kannst, hast du offiziell meinen Rekord geschlagen. Also, möchtest du das Spiel nicht lieber ausschalten und für immer die Finger davon lassen? Mehr habe ich nicht. Kann ich die nach außen katapultieren? Nee, ne? Mm-mm.
In einem Artikel vom 13. Mai 2020 steht, Borderlands 3 players have now completed 36 million puzzles and when they hit 40 millions, the team will move on to bigger, more complicated sequences in Phase 2. Seriously? Das ist ja krass. Das ist ja krass. And fun. Krass and fun. Ich glaube, viel mehr kann ich nicht reißen. Okay, das heißt, 36 Millionen, seit wann gibt's Borderlands 3? Herzlichen Glückwunsch! Durch das Übertreffen meines Rekords hast du die einzige Auszeichnung meines ansonsten auszeichnungsvollen Lebens zunichte gemacht. Oh, Claptrap. Aber lass dich bei deiner Feier nur nicht stören, wenn ich mich selbst in die nächste Sonne katapultiere. Das will ich sehen, wie du dich in die Sonne katapultierst. Spiele mit Brick? Oh! Oh. Ich geb dir einen Profi-Tipp. Hau so absolute Gamification of Science. Bis Tennis so wütend ist, die dass haben es für dich erledigt. In einem halben Jahr, von September bis Mai, also 8 Monaten haben die das. Nee, der Science-Automat kam erst später, glaube ich. Ich glaube, der Science-Automat kam erst später. Ich wüsste jetzt aber nicht mehr genau wann. Schlau. April 2020. Okay, die haben in einem Monat, dann müssen das doch jetzt schon längst die 40 Millionen gehittet haben, oder? Bestimmt. Bestimmt. Phase 2 Tiny Tina's Wonder Puzzles. Oh, that sounds awesome. Ich frage mich halt, wie genau das funktioniert, dass das der Wissenschaft hilft. Und ich glaube, ich würde das nochmal recherchieren wollen, wie genau das funktioniert. Also, so ganz erschließt es sich mir einfach noch nicht, wie das funktioniert. Ich hab noch was, ich werde hier noch was reißen. I would leave it with this. Ah, das Ankündigungsvideo dazu gab es schon auf dem YouTube-Kanal. Am April 2020. Ich glaube auch, dass ich gelesen hatte, dass es halt irgendwann eingebaut worden ist, nachdem es schon einige Zeit lief, das Game. Das heißt, wenn die das im April 2020 eingeführt haben und im Mai 2020 in dem Artikel stand, dass sie schon 36 Millionen hatten. Da müssten sie doch, also wir haben ja jetzt 22. Ich glaube, ich werde noch ein bisschen puzzeln und dann werde ich selber auch noch mal eine Runde recherchieren, wie das da so genau war und ist mit diesem Game. Was habe ich denn da jetzt gemacht? Okay, Bonuspunkte finde ich immer gut. Der wichtigste Muskel
ist der zum Schlagen in deinem Arm. Aber das Hirn kommt gleich danach. Okay. Also, an sich ist das ja sehr repetitiv und ich frage mich, inwiefern das kein Algorithmus lösen können. Also, wieso müssen das Menschen machen? Versteht ihr, was ich meine? Wieso müssen das Menschen machen? Holt mich noch nicht ab. Erklärt sich mir noch nicht. Noch ein Bonus. I like that. Eine Lösung finden, aber Menschen vielleicht eine bessere sehen könnten. Ich werde gleich mit euch live recherchieren nach wissenschaftlichen Veröffentlichungen über dieses Thema. Das ziehen wir gleich durch. Das interessiert mich jetzt zu sehr. You get the feeling. Na, ich muss ja zumindest noch den Dude da schlagen, oder? Jetzt so rein aus Ehrengründen. I would leave it like this. Do it like this. Okay. Ah, okay, das ist noch 5 Spiele. Also Tom, noch 5 Spiele, Tom. Nur noch 5 Level. Die Daten werden dann auch dazu genutzt, die KIs besser zu trainieren, wenn ich das richtig verstanden habe. Okay. Das klingt doch gar nicht mal so schlecht. Wenn ihr schon was gefunden habt, könnt ihr ja gerne auch schon mal reinposten. Dann gucken wir das an. Nein, das wollte ich doch nicht. Verdammt. That's what I wanted. Gott, ich sammle voll die vielen Punkte. That's awesome. I would leave it like this. Aber siehst du, der Algorithmus hätte hier quasi nach 15 Matches schon aufgehört. Zumindest habe ich es so verstanden, dass der Algorithmus dazu genutzt wurde, um die benötigte Zahl festzulegen. Ah, okay. Also 15. Benötigt sind 16. Aber ich habe hier nur 15 zur Verfügung. Also ich benötige 21, das sagt die KI. Ich habe hier 15 Chips. Nee, ich habe 12 Chips. 12 Chips. Aber ich sehe hier nur 12 Blöcke, oder bin ich gerade, kann ich nicht mehr zählen? Verwirrend.
Verdammt, das war dumm. Ja, ja, so. That's what I wanted to do. Thank you, thank you. Jetzt habe ich hier 8 und hier sind noch... Nee, hier sind 9 und da habe ich 6. Ja, 15. Okay. Okay, dann ist diese Zahl, die hier am Anfang sehe ich eben nicht komplett voll. Okay. Ja, ja, ja. I think I get it. Ja, dabei würde ich es jetzt mal belassen. Du gehörst zu den wenigen, die Proteine fressen und die Nährwerttabelle lesen. Ich lese keine Nährwerttabelle und ich esse keine Proteine. What is this, dude? Okay, ich brauche eigentlich 18, sie geben mir aber nur 10. Der Rekord? Okay. Dieser Rekord, der hier steht, was ist das für ein Rekord? Da steht 22. Und ich habe jetzt 13. Okay, okay, okay. Aber ich brauche... Ach so, das ist ja schon so gut, da brauche ich gar nicht mehr so viele. Hm, okay, okay, okay. Ich versuche mich da immer noch durchzuwuseln. Irgendwann verstehe ich das Game. Wartet's ab. Irgendwann. Someday I will understand this game. Nice. Rekord 22 Punkte. Ja, die habe ich doch schon mal. Nö, dabei würde ich bleiben. Scheiße! Wie viel kann dein Hirn stemmen? Ja, oder so viel wie der hier angeblich als Bestes gespielt hat. So, nur noch 2 Level, Tom. Nur noch 2 Level. Die Reihe ist ja doof. Naja, das war keine gute. So, noch ein Level. Ich habe aber gleich Zähne putzen und ab ins Bett. Nein, so schnell gibt das nicht. So. Okay. Ein letzter Level. Okay. Okay. Nein. So, besser. Ja. Much better. Der Rekord liegt bei 30 und ich habe 30. Okay. Du hast echt ein fettes Hirn. Danke. Du hast meinen Rekord geschlagen. Yo, Mann. Ich bin ja so stolz auf dich. Danke. Nun hau noch ein paar Puzzle kurz und klein. Danke. Ah, und jetzt muss ich gegen Mordecai spielen. Ah, okay, I see. Okay. Oh, hey, du hast so vorhin einen Rekord abgesehen? Nein, nein. Schon okay. Helen hat mir bei den schweren Puzzles geholfen, also sei nicht so gut. Das würde sie verletzen. Entschuldigung, werde ich nicht. Was ist denn Schnelldurchlauf? Was passiert denn, wenn ich Schnelldurchlauf klicke? Ach so, das könnt ihr gar nicht sehen. Wartet mal. Hier unten seht ihr Schnelldurchlauf. Was passiert denn wohl, wenn ich da draufklicke? Ja, und Tom? Fett ist ja nur eine Zuschreibung von Körpergewicht. Das ist okay. Also, ich find's okay. Aber ja, ich verstehe das. Was? Puzzles mit explodierenden Köpfen. Okay, soll ich mal schnell durchlaufen klicken und wir gucken, was passiert?
Wissenschaft! Möchtest du ein neues Puzzle? Ach so. Nein, ich möchte kein neues Puzzle. Okay, was passiert denn? Warte, nächster Level. Wenn ich hier oben auf Hilfe klicke. Ah, das Ziel des Spiels wird nochmal erklärt. Reinstecken, rausnehmen. Zielpunkte, Orientierungslinien. Okay, das ist ja soweit gut. Dann gehen wir jetzt nochmal, ich gehe nochmal zurück. Ja, ist in Ordnung. Und hier kann man dann einen Booster kaufen, ja? Gehirn-Nanobots. Ah, für 2 Stunden kriege ich 25% Erfahrungspunkte im Kampf. Ah, auf erlangtes Bargeld. Auf Koffeinkapseln. Nachladegeschwindigkeit, nice. Zugefügter der Schaden, Elementarschaden. Beutequalität verbessern für 1 Stunde. Okay, ich habe aber bisher nur 485 Punkte. Das heißt, ich muss noch deutlich mehr spielen. Aber wie cool ist es eigentlich, dass man quasi so ein Game dazu benutzt, Wissenschaft zu machen? Und ich meine, es ist absolut gamifiziert. Es ist absolut gamifiziert. Ich will da jetzt weiterspielen, damit ich hier mehr Punkte kriege, um mir diese Booster zu kaufen. Das funktioniert schon. Es hat mich gecatcht. So, jetzt müssen wir aber mit dem Sound, den wir gerade hören, leben und gemeinsam herausfinden, wie das eigentlich jetzt hier mit den Science ist. So. An Tagen wie diesen bin ich froh, nicht mehr zu saufen. Okay. Also gut. Dann machen wir mal so. Borderlands 3 Science. Das habe ich gesehen. Boah, okay, gut. Jetzt werde ich angeblendet von Weiß. Das ist unglaublich. Oh nein, jemand hat ein Meme gemacht. Okay. Bei welcher wissenschaftlichen Suchmaschine sollen wir starten? Was willst du dir kaufen, wenn du das hier fertig hast? Ich stehe voll auf höhere Nachladegeschwindigkeit. Welche kennt ihr? Bei welcher wollen wir starten? Ah, da hattest du noch einen Link geteilt. Den kann ich wahrscheinlich nur rauskopieren. So ein bisschen anstrengend, wenn ich selbst in den Stream reingehe und im Chat schnell Pause drücke, damit ich mich nicht sehe und höre. Und dann da draufklicken. Du könntest das Ding nach oben zu dem anderen Ding bewegen. Keine Ahnung. Okay. Niemand präferiert eine Suchmaschine, dann machen wir es wie alle Forschenden. Voila! Es gibt 213.000 Ergebnisse zum Thema Borderlands. Ich werde das nochmal eingrenzen auf das Wort Game. 52.900 Ergebnisse. Ah, dnapuzzle.org sind einige Blog-Einträge zum Ergebnis. Vielen Dank, da werden wir doch auch mal reinschauen. Nicht perfekt, aber es wird reichen. A Study on the Localization of Borderlands 2. Was gibt es eigentlich alles für Forschung? Okay, gut. Ich gebe nochmal DNA dazu ein. Aber jetzt sehe ich hier nichts mehr, was passt, oder?
Da würde mich ja jetzt interessieren, so, tell me more about the science. Ich dachte, das wäre alles Open Access. Ich denke allein, dass dieses Zeug in uns allen steckt. Abgefahren. Ja, das Zeug steckt in uns allen. Okay, dann lass uns mal hier rüber gehen. Und warte, den Link, den Aaron gepostet hat, den habe ich doch auch noch, oder? Ja. So. Moby Health News. In April, also April 2020, Borderlands 3, a big budget role-playing first-person shooter video game that sold over 8 million copies with 6 months of its release, received a free update that introduced a new minigame to its players, taking the form of a retro-style arcade cabinet in the home base medical bay. Borderlands Science has players shifting colored blocks between rows and columns to solve puzzles. Their successes are rewarded with in-game currency, which players can then use to better combat the aliens, mercenaries, machines, and space cultists of the main game. But Borderlands Science has a bit more than high score calculations. Ah, here. Contributed to and sequenced by an open research platform called the American Gut Project. Okay. An open platform for citizen science microbiome research. Oh, das ist ja interessant. Okay. Jetzt sind wir tatsächlich bei der American Society for Microbiology und sind auf einem Artikel, der sogar grün Open Access ist. Und hier, ah, da auch hier Open Access, wunderbar. We show that a citizen science self-selected cohort shipping sample through the mail at room temperature recaptures many known microbiome results from clinically collected cohorts and real new ones. Okay, das klingt auf jeden Fall auch interessant. Das muss ich mir mal durchlesen. Und hier haben wir... At first glance, the match between user base and scientific problem seems unlikely. The fast-paced first-person shooter-looter game filled with dark humor is primarily designed for gamers seeking adventure and action. Das trifft eventuell so ein bisschen auf uns zu. Wrote contributors on the project from McGill University, Video Game Science Company, Massively Multiplayer Online Science and Borderlands 3 Developer Gearbox Studios and Recent Nature Biotechnology Correspondence. Ah, da haben wir also auch eine... Leveling Up Citizen Science. Ja, Leute, das ist ja richtig spannend hier. Das sind ja einige Veröffentlichungen, die wir doch finden. Interessant, dass die nicht bei Google Scholar rausgeblockt sind. Das ist von September 2020. Mikroben? Scheiße. Ich könnte das Spiel eigentlich im Hintergrund auch ausmachen, ne? Wäre vielleicht gar keine so schlechte Idee. So, da wären wir wieder. So. Okay, das war September 2020. Ich dachte, hier steht vielleicht auch schon mal eine Zahl. Ah, Choosing the Right Game. Ja, natürlich. Wie haben Sie eigentlich das Spiel ausgesucht und warum? Wahrscheinlich, weil die Firma zugesagt hat. Sie auch bei mehreren Projekten. Aber vielleicht stimmt das auch nicht und das ist nur meine Annahme. The sophistication and gamification of SDGs vary considerably. Also SDGs sind, glaube ich, nee, doch nicht. Science Discovery Games. Discovery, okay. Science Discovery Games. Of Science Discovery Games varies considerably. However, there's a common motive in the gamification of classic citizen science projects.
The game is formed around the scientific problem. Das stimmt. Normalerweise, wenn es so Spiele gibt, die Learning Games oder Serious Games sind oder die solche Elemente haben, die sich um Science drehen, dann ist es das Spiel, das sich um Science dreht. Es ist nicht, wir nehmen etwas Wissenschaft und stecken es in ein Spiel, das schon da ist. Also wir passen nicht die Science, das Science Gamification-Idee-Ding an das Game an, in das wir es reinpacken. Das ist normalerweise nicht so. Das ist natürlich hier echt mal anders gelungen. When integrating citizen science activities with AAA games, the opposite approach must be taken. To be appealing to an established player base of millions, we must first understand their world. This means that we cannot approach game developers with a fixed agenda, but rather work as an intermediaries to find the best fitting scientific problem, one that resonates with the player base, one that fits aesthetically and thematically, and most importantly, one that doesn't risk breaking immersion. If such a match can be found, we can accept the same level of enthusiasm and activity toward the citizen science feature in the game as toward any other part. Therein lies the true power and challenge of this approach. Ich liebe es. Das ist genau das, was ich meine. So macht man das. Das ist richtig gut. Mr. Prosser sagt noch, der Blog auf DNA-Puzzles erklärt das wirklich schrittweise. Ja, wie das so in Gänze funktioniert? Ja, das werde ich mir auch gleich noch anschauen. Ich finde das aber echt cool. Also, die Challenges of Design. Ja, da waren wir gerade. Da waren wir gerade, Leute. Future Opportunities. Ich finde das richtig gut. Also den Artikel lese ich mir auch noch mal genauer durch. Ich schicke euch die Links hier jetzt auch einfach direkt rein, ne, dass ihr sie habt. Wenn ihr euch die anschauen wollt, natürlich. Könnt ihr euch die natürlich auch anschauen. So, DNA-Puzzles, das war das hier, ne? Genau, okay. Ich wollte gerade noch mal hier runter scrollen. Ja, hier ist eigentlich tatsächlich auch nochmal sehr schön beschrieben. Okay. Okay. Dann hier der Blog. We are a team of computer scientists and bioinformaticians based at the School of Computer Science at McGill University. We develop artificial intelligence systems that combine the intuition of humans with the speed of computers to solve complex problems in biology and genomics. Okay, ich höre JPs Ohren rauschen. Hört ihr sie auch rauschen? So JPs Ohren so. Our technology aims to tap into the vast reservoir of problem-solving skills acquired by video gamers while maintaining the entertaining experience. Our data and software are freely accessible. Wer schreibt mir denn jetzt auf Steam? Leute, muss das jetzt sein? Nee, nicht jetzt. Steam schreibt mir auf Steam. Okay. Project. Also hier haben wir Project Discovery. Oh, und hier haben wir die verschiedenen Posts. Borderlands Science, 2 Million Users. Das war Mai 2021, September 2021 und Dezember 2021. Das wäre natürlich der letzte. Ich sehe, Mr. Prosser hat einen vom 13. April genannt. Ich gehe mal kurz hier drauf. Vielleicht sind da die ganzen verlinkt. Das ist der offizielle Trailer, das sind die Bilder. Nee, aber hier ist keine Verlinkung auf ältere Posts. Okay, du möchtest zu einem von April, Mr. Prosser, ja? Okay, dann machen wir das. Naja, weil das da hier mit AI und so, und das war doch alles sehr... What is the point of these puzzles? Das ist sehr gut.
The goal is to align the DNA sequence of gut bacteria. DNA sequences contain important but hidden information about the function and ancestry of these bacteria. In the game, each column is a fragment of a sequence. Also jede Spalte ist ein Fragment aus einer Sequenz. Und wenn wir diese entsprechend anpassen, können wir herausfinden, welche Bakterien mit welchen zusammenlaufen und deshalb mehr über ihre Geschichte und Funktionalität lernen. Das heißt, if we know what bacteria A does and we learn through this that bacteria B is its close cousin, we learn a lot about bacteria B. This initiative is performed with close consultations with the Microsetter Initiative at UCSD. Okay. Ja, was die Colored Bricks repräsentieren, wenn man an DNA denkt, war ja schon relativ klar, dass wir hier die Nukleotide der DNA haben, A, C, G, T. Wunderbar. Genau, where do the target score and high score come from? Okay, der High Score kommt von den anderen Spielern. Okay, also der High Score ist tatsächlich von anderen Spielern. Okay, dann war ich ja recht nah immer an den anderen dran. Jedes Puzzle, each puzzle is given to many players and the high score you see is the highest score achieved on this puzzle by other humans. The target score is the basic objective to reach to help science by solving the puzzle. Currently the target scores you see, which sometimes can seem quite low, are achieved by a computer. Das klingt so, als würde sich das in der Zukunft ändern. Also ich werde gleich nochmal einen Blogpost lesen, der ein bisschen neuer ist oder drüber fliegen, um zu gucken, ob sich da was geändert hat. How does playing the puzzle help solve the problem? The task of aligning sequences consists of trying to match the nucleotides of two sequences at a time. For each pair of nucleotides, one from each sequence, the computer must decide between considering the two nucleotides aligned and assigning a score based on how well they match, or if you want to add a gap. For example, the following is an alignment at this of the sequence AACAG and ATAG. Ah, okay, ja, eins hat hier eine Lücke, wo C ist. Wollen wir die da haben? Ist die da richtig? Wollen wir da eine andere machen? Mhm. The objective is to maximize the number of correctly aligned nucleotides matches implemented in the game as the score, while minimizing the number of gaps. Ah, okay, wir wollen also auch möglichst wenig von diesen gelben Blöcken reinfügen, die das nach oben schieben. Computers are not very gifted at this task. Because in order to correctly evaluate the trade-off between score and gaps, one must consider the context of the other nucleotides and the other sequences. As of today, the most reliable alignments are obtained from humans doing it manually. This is why we are asking you to do it. Das ist echt eine geniale Sache. Und jetzt natürlich die größte aller Fragen, wieder hier für JP. Why can't you just use an artificial intelligence to solve it? Leute, warum kann man nicht einfach eine künstliche Intelligenz nehmen? Das ist doch easy peasy, Leute. Das schütteln wir aus dem Handgelenk. The issue with these small alignments is not that they are difficult in essence, but rather that we do not know how to evaluate them. If we do not know how to evaluate them, we cannot train an AI to solve it for us because we do not have a ground truth to give it. The score you see is there to motivate you to solve the puzzles, but we are in fact more interested in the solution the players provide than the score they achieve. Wait, this sounds difficult. Are you sure I am helping? Some of these puzzles look really simple. Ja, das stimmt. Man hat tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, ist ein bisschen sehr simpel, das Game. Wir haben es ja jetzt auch so eine halbe Stunde gespielt, war jetzt nicht so schwer. Our goal is to understand how humans intuitively solve simple alignment problems and get a lot of examples of human-solved alignments. The games don't need to be difficult because we are looking for input from humans about how to solve simple problems to then generalize these approaches to the large-scale problem. Okay, is my puzzle only helpful if I reach the high score? No.
What makes alignment difficult to evaluate is the first place is in the first place is that there are two main caching objectives: increasing the number of correctly aligned nucleotides and decreasing the number of gaps. This means there is a trade-off between maximizing the score and minimizing the number of gaps. It is difficult to teach to a computer how to evaluate this trade-off, but humans understand it very intuitively. Based on what looks right. Das finde ich aber auch faszinierend. Also es ist ja sehr generalisierend, dass Menschen das alle können. Ich glaube, dass da ja auch Unterschiede vorherrschen. Manche können das viel intuitiver und andere können das vielleicht auch nicht oder gar nicht, sind da eher nicht mit dem Auge für gesegnet. Moreover, computers tend to compare one pair of row at a time, whereas humans can see the whole portrait, which is key. Das ist echt interessant. Multiple ways to solve the same problem. What's the point? What the point? Having access to many valid solutions of different people who think differently from many different local contexts of the big alignment. Ja, ja, genau das meine ich. Verschiedene Lösungen, die alle anders sind. We can look at the answers of everyone and see which solutions are more popular in different contexts. This will allow us to train an artificial intelligence to align sequence based on what seems right to most humans. Okay, to most humans. This sounds simple, but it requires a lot of data, which is why it has never been done until now. Are you even sure this is going to work? Gute Frage, gute Frage. Well, nothing is ever certain in citizen science, but we are quite confident and we will be sharing results soon. The assumptions we have described in this FAQ are not entirely novel and they have been tested in the past in other citizen science games, namely one named Philo Game Website Academic Paper. Aha, da gibt es also auch. Philo sagt mir aber tatsächlich nichts. Ja, JP. Ja, it just happens. Deswegen sollten wir Diversität erhalten. Wichtige Sache. Oder endlich einführen. Je nachdem, von was man gerade redet. Schön auch die letzte Frage. You didn't answer my question. Es ist keine Frage, es ist eher eine Aussage. Und die Antwort ist, you can ask us anything on our subreddit. Die haben einen Subreddit. Sehr nice. Okay. Sehr, sehr nice. Das ist schön. Okay. Ich gehe mal hier auf Blog. Da ist der letzte vom 9. Dezember, genau. Hier sind echt noch ganz viele Blogposts zum Thema. Decoding Player Submissions. Identify the best answer without knowing the right answer. Spannend! A peek at the data. Ah, im Mai haben sie einen kleinen Daten. Lass mal ganz kurz gucken. Haben sie die veröffentlicht oder? Do players actually go further than the target score? The most common comment we received was that there was not a lot of in-game incentives to go beyond the target score and that it would be possible to simply make an AI play the game to collect this type of data. In fact, most players provide solutions that are quite distinct, both from what the program gives us and between players. To back up this statement, we extracted data from 40,000 Pareto optimal solutions. Das bedeutet solutions that are not strictly worse than any other solution that were specific to a small 5-nucleotide long region of the genome we are looking at. Okay. Average similarity between computer alignment and player alignment sequence. One means identical. Und das da ist was ganz anderes. Oh mein Gott, okay. Gut, also wir haben da Unterschiede.
We selected 100 random sequences of the same small region, 5 nucleotides of the genome. For each sequence, we went through all the puzzles in which it was featured and compared all player solutions together to assign average similarity scores. In the context of similarity of 1 would mean the bricks were placed in the same position through all puzzles featuring the sequence. We show those results in the following heat map. Okay, da gibt es also auch welche, die alles andere als identical sind. Okay. Dieser Block sieht aus, als könnte er Wochenenden füllen. Absolut. Ich glaube auch, dass ich da jetzt nicht so schnell durch alles durchsteige. Aber hübsche Bilder haben sie. Ein bisschen wie aber immer, wenn ich bei Borderlands sage, aber die Musik ist gut. Aber die Bilder sind schön. Also das ist echt total interessant. Ich wollte jetzt nur noch mal ganz zum Schluss auf den letzten Blogpost gucken. Nach das Klima der nächste Podcast wühlen im digitalen Häufchen. Oh nein, ich habe schon ganz andere Ideen für einen anderen Podcast. Okay, da unten passiert was. Also sie gehen tatsächlich durch die Daten. Player Solutions, Move. Ah, da gehen sie durch die Moves durch. Boah, wie krass. Ich muss da, also Leute, das füllt ja wirklich ganz, also da kann man echt viel lesen. Und vor allem die Paper allein zu lesen und dann auch noch den Blog. Meine Güte, ist das aber ein gutes Citizen Science Projekt. Ich finde, das ist richtig genial. Das gefällt mir, das ist super. Das ist super. Was ich jetzt noch machen muss, ist das Video, das Mr. Prosser verlinkt hat. Den YouTube, das YouTube-Video, warte, das geht eine Stunde? Mr. Prosser, was? Das geht eine Stunde? Are you serious? Ach du meine Güte. Okay, mal eben anschauen. Ich würde sagen, haben wir noch ein bisschen... Nee, ich glaube, das schaffe ich jetzt nicht mehr anzuschauen. Aber ihr könnt euch das natürlich gerne anschauen. Mr. Prosser hat es hier verlinkt. Ihr seht ja hier ihr seht nicht den Titel. Ihr seht ja hier den Titel. On the Border Where Science Meets Gaming vom Kanal RCI Science. Wenn ihr mal eine Stunde 15 Zeit habt... Rocket, go for it. Das ist echt richtig genial. Also ich bin begeistert. Also da steckt viel, viel mehr dahinter, als man denkt, also so an Wissenschaft. Und das Game war jetzt ja wirklich simpel. Ne? Also ich glaube, da stimmt ihr mir alle zu. Es war jetzt ein sehr simples Puzzle-Game. Da war ja nicht kompliziert. Auch wenn ich es jetzt noch 30.000 Mal spielen muss, damit ich genug Punkte habe, um mir den Booster für die Qualität meines Loots zu erhöhen. Ich will goldene Waffen. Genau, aber das ist cool. Das ist richtig gut. Das ist eine super geniale Umsetzung von Citizen Science und von Integration in Games. Und ich finde gerade den Ansatz mit, man versucht seine Wissenschaft oder eine Idee, die man hat, in ein Game zu integrieren, das schon existiert, einfach viel, viel genialer, als es immer wieder andersrum zu probieren. Also es ist nicht schlechter, das andersrum zu probieren und das Game, um die Wissenschaft zu bauen. Aber dann hast du natürlich keine bereits aktive Community, in die du das vielleicht integrieren kannst. Und wenn du natürlich schon eine aktive Gaming-Community hast, dann hast du natürlich gleich mal eine große Gruppe Menschen, die da dabei sind. Das muss halt dann aber entsprechend gut gemacht sein, integriert sein und auch die EntwicklerInnen müssen dabei sein. Ja,
Gut, Leute, also wir können hier noch, ich könnte hier noch 3 Stunden weiterlesen und reden, das wisst ihr, das it never ends. Aber das sollte ja nur ein kurzer Stream sein und ich habe jetzt 1 Stunde, glaube ich, gemacht und ja, ich möchte noch ganz kurz an dieser Stelle anmerken, dass das hier Folge 30 von Forschungsstrom ist, was krass ist. Es ist mir aber leider auch erst vor 5 Minuten vor Beginn des Streams eingefallen und aufgefallen und deswegen Grüße gehen raus an Lambert und Henning, das war unsere Folge 30. Wir feiern dann Folge 50, würde ich sagen. Die feiern wir richtig groß. Ja. Naja, es ist, ja, wir haben manche Folgen, also die Work with Fuzzy Sachen, die haben wir immer extra gelassen, aber wir haben ja Gaming, einen Gaming-Stream oder, ja, haben wir ja Wissenschaftsgaming, haben wir ja als Kategorie in unserem Stream-Repertoire und das ist schon eine extra Folge. Ja, und ich mache noch ohne Lambert was mit Citizen Science. Ich weiß, es tut mir leid. Vor allem Lambert würde es lieben. Ich glaube, Lambert würde es lieben. Ich muss ihm halt sagen, er muss das Video gucken. Er muss das Video an dem Mann einfach gucken. So ist das. Ja. Jetzt haben wir aber natürlich die Möglichkeit noch zu raiden. Ich meine, wir sind heute früh unterwegs. Lass mal gucken, ob jemand am Stream ist. Ich sehe weder The Prutzlau, aber das reißt mich gerade nicht so vom Hocker. Haben wir noch jemand anderen, der Wissenschaft und Technik macht? Ein bisschen Blockchain fehlt, da hast du recht. Blockchain fehlt natürlich. Ah. Vielleicht können wir noch ein paar NFTs. Ich sag nichts mehr. Was haben wir denn hier noch unter Wissenschaft und Technik? Mathematik-Nachhilfestream. That's funny. Wollen wir einen Mathematik-Nachhilfestream ansehen? Also, das ist witzig. Würde ich sagen. Haben wir noch? Nichts, was mich total überzeugt. Und französische Streams. Oh, ein Kitten-Stream. Die Frage ist, wollen die das, dass wir kommen und blöde Fragen stellen, meinst du? Bestimmt wollen die das. Das wollen die bestimmt. Das wollen die ganz, ganz bestimmt. Ich bin mir total sicher, dass die das wollen. So, also in diesem Sinne mache ich hier schon mal den Raid-Start klar. Sage euch eine gute Nacht. Wir sehen uns ja in zwei Wochen wieder beim normalen Stream, beim Classic. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Restwoche und bleibt gesund und munter und gerade in diesen Zeiten auch geistig fit und stabil. Wir sehen uns gleich bei der Mathe-Nachhilfe drüben, würde ich sagen. In dem Sinne, bis bald!